Hallo Leute, ich bin Legendkiller und scheiß euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video soll ja jetzt kein Ankündigungsvideo sein, sondern eher so ein kleines Aufklärungsvideo. Viele von euch haben sich sicherlich schon gewundert, dass in letzter Zeit so viele Videos kamen. Liegt einfach daran, ich habe mir überlegt, so eine Art Adventskalender zu machen, in dem ich jeden Tag halt ein Video hochlade. Das kann ich machen, weil ich halt gerade Urlaub habe, sonst habe ich halt immer kaum Zeit dafür. Und deswegen habe ich mir halt überlegt, jeden Tag ein Video zu machen. Es werden einfach kein, zum Teil halt einfach irgendwelche kurzen Tutorials sein oder irgendwelche kleinen Guides, die dann nur ein, zwei Minuten gehen. Aber mein Ziel ist es halt, bis Weihnachten jeden Tag ein Video hochzuladen. Ob ich es in der letzten Woche schaffen werde, weiß ich es nicht. Weiß noch nicht. Da mein Bruder dann auch Urlaub hat und ich dann da keine Videos aufnehmen kann. Das heißt, ich müsste jetzt die ganzen Wochen vorproduzieren. Mal gucken, ob ich das alles schaffen werde. Da ich meistens auch nicht wirklich weiß, was ich hochladen soll. Denn jetzt so ein Counter-Strike Matchmaking dauert ja auch ein bisschen länger. Und Solo-Spielen habe ich keine Lust drauf. Wenn man sonst halt irgendwelche Russen, Franzosen, was auch immer halt in seinem Team bekommt. Und wenn die dann kein Englisch sprechen. Ihr wisst halt selber, wie das ist. Ist halt ein bisschen kacke. Und deswegen gibt es heute, beziehungsweise gestern und heute so ein bisschen Battlefront. Ist ja ein neues DLC rausgekommen. Dass ihr Jakub oder wie auch immer man das ausspricht. Und das seht ihr gerade hier im Hintergrund auch. Das ist jetzt einfach die Rückrunde von dem Match von gestern. Gestern waren wir Verteidiger. Und das ist jetzt die Angreiferrunde. Und das sind auch bis jetzt die einzigen zwei Runden, die ich das neue DLC gezockt habe. Ich zocke das Spiel an sich auch nicht so viel. Ich weiß selber nicht warum. Aber ich muss sagen, das neue DLC bis jetzt die zwei Runden halt, die ich gespielt habe, die gefallen mir sehr gut. Für die Leute, die es halt nicht wissen, es ist beziehungsweise es ist ein neuer Spielmodus. In dem geht es darum, wir müssen halt als Angreifer drei Punkte versuchen einzunehmen am Anfang, beziehungsweise wir haben drei Punkte, die wir einnehmen können. Wir müssen nur einen Punkt davon einnehmen, dann geht es weiter zum nächsten Punkt. Beim nächsten Punkt sind das halt nur noch zwei Punkte, die wir einnehmen können. Und beim letzten Punkt ist es halt nur noch ein Punkt, den wir einnehmen können. Das heißt, am Anfang müssten die Gegner drei verteidigen, was halt ziemlich schwierig ist, drei Positionen gleich zu verteidigen. Und ich glaube, es ist irgendwie 12 gegen 12. Das heißt, man teilt sich irgendwie am besten so auf, dass man vier Mann auf jede Flagge, sage ich jetzt mal, auf jeden Punkt A, B und C verteilt. Als Angreifer ist es theoretisch einfacher, da kann man einfach mit allen 12 Mann auf einen Punkt laufen und den versuchen einzunehmen. Dann beim zweiten wird es für die Verteidiger schon mal einfacher, aus dem einfachen Grund, dass es einfach nur zwei Punkte gibt. Das heißt, man kann sich 6-6 aufteilen. Trotzdem, wenn die Angreifer mit 12 Mann auf einen Punkt rushen, haben sie auch nicht viel Chance zu verteidigen. Und beim letzten Punkt müssen sie halt nur noch eins verteidigen und das wird dann halt ungefähr, ja, ist dann für die Verteidiger etwas einfacher, wenn sie ungefähr die gleiche Gegneranzahl vor sich haben. Und sie haben auch noch so einen Coming-Robber. Ich kann mir die Robotern-Namen einfach nicht merken. Werdet ihr aber wahrscheinlich gleich noch ein Video sehen, der hier die ganze Zeit rumläuft und in den sie einsteigen können und auch, euch auch noch beballern können. Und was mir halt in den zwei Runden aufgefallen ist, dass diese, wie heißen die, Thermalgranaten, diese, auf jeden Fall diese Granaten, die man halt mit diesen Pickaxe aufheben kann, dass die ziemlich OP sind, denn wenn man einfach, da, dieses Vieh, manch übrigens, das haben die Leute zum Verteidigen, aber wenn man diese Granaten wirft, dann kann man schon ein paar Multikills machen oder zumindest ein paar Mehrfachkills machen, aus dem einfachen Grund, die Gegner werden alle zu diesem einen kleinen Punkt laufen und versuchen den einzunehmen, vor allem beim letzten Punkt, wenn alle 12 nur noch auf einen Punkt laufen. Und man dann hier so eine Granate da reinwirft, die dann explodiert, dann kann man schon ein paar gute Kills machen. Ich habe hier immer nur diesen komischen Granatenwerfer bekommen, habe dann auch irgendwie so ein Zweifachkill oder so damit gemacht. Hier diese, wie ist das? Scheiße, ich habe nicht geguckt, wie das hieß. Und an sich gefällt mir das Spiel eigentlich relativ gut. Jetzt mit dem ersten DLC kommt noch ein bisschen Abwechslung dazu, weil dieses Hauptspiel Battlefront hat halt nicht so viel Auswahl. Wenn man vorher schafft, mal irgendwie ein, zwei Stunden spielt, gibt es ja nur vier Karten. Und naja, die hat man dann in zwei Stunden irgendwie drei, vier Mal gezockt, dann kann man sie auch nicht mehr sehen, also diese Langzeitmotivation fehlt noch. Das kommt wahrscheinlich alles mit den Add-ons und die wollen deswegen den Season Pass wahrscheinlich verkaufen, deswegen haben sie so wenig da reingepackt, kennt man halt von EA. Ich bin noch am Überlegen, mir den zu holen, denn das Spiel an sich macht ja Spaß. Und ich hoffe mal, mit den DLCs wird es noch mehr Spaß machen. Und in dem Video benutze ich, ich weiß gar nicht, wie die Waffe heißt, irgend so ein MG, das habe ich neu freigeschaltet, beziehungsweise mir gerade vor dem Match gekauft. Und es gefällt mir eigentlich auch relativ gut, sonst habe ich immer nur mit der irgendwas mit T21 gespielt, war auch halt nicht schlecht, ist so eine Art Schrotflinte auf Entfernung. Und ich glaube, das war es eigentlich auch soweit von meiner Seite aus. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Videos, die ihr gerne sehen wollt, ich hoffe mal, ich schaff's bis Weihnachten, ich brauche noch irgendwie 30 Matchmaking-Siege
um ca. 30, um Overwatch freizuschalten. In Overwatch kriegt man ja bei Counter-Strike ungefähr ab 150 Siegen. Ich habe jetzt, glaube ich, 120, irgendwie sowas um den Dreh. Oder sogar 29, weiß ich nicht. Ja, aber brauche ich ja noch ein paar. Ich hoffe mal, ich schaffe das bis kurz vor Weihnachten, dass ich noch ein paar Overwatch-Folgen machen kann. Denn ich gucke mir selber ultra gerne halt Overwatch-Folgen von Counter-Strike. Also jetzt nicht von dem Spiel Overwatch, sondern halt aus Counter-Strike. Gucke ich mir halt gerne an auf YouTube und würde gerne selber welche machen. Habe es aber noch nicht freigeschaltet. Und das bekommt man ja so in der Regel ab Level 150, ab 150 Matchmaking-Siege freigeschaltet. Und da werden hoffentlich vor Weihnachten noch mal ein paar Videos kommen. Ich bin noch überlegen, ob ich mir für Weihnachten irgendwas Spezielles ausdenke. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr halt irgendwas Spezielles sehen wollt. Bin am überlegen, so ein, wie heißen die, Souvenirkisten aufzumachen, um zu gucken, ob ich halt eine Dragonlore ziehe. Irgendwie sowas in der Art für Weihnachten zu machen. Und ja, wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr sie ja in die Kommentare schreiben. In den nächsten Tagen werden wahrscheinlich noch wieder ein paar Seitenvorstellungsvideos kommen, indem ich wieder ein paar CSGO-Seiten vorstelle. Ich bin schon mit ein paar Seiten am Verhandeln. Da ich ja keinen Bock habe, mir immer wieder diese Keys für die Seiten selber zu kaufen, bin ich mit denen am Verhandeln, ob die mich nicht sponsern wollen. Eine Seite hat schon Ja gesagt, beziehungsweise zwei Seiten haben mir schon zugesagt. Von der einen Seite habe ich aber nie wieder was gehört, als ich gefragt habe, ja, wie wollen die das mit der Bezahlung machen? Die andere Seite hat gerade so viel so viel Zugriff auf ihre Seite halt, dass die mit dem Traffic kaum klarkommen. Und die meinen, sobald die die ganzen Bugs und also auf der Website gefixt haben, werden sie mir das Geld, was versprochene Geld, sag ich mal, überweisen, beziehungsweise auf mein Konto gutschreiben, sodass ich damit dann ein paar Skins zeigen kann. Und morgen kommt halt nochmal eine Seite, in die, ja, was kann man auf der Seite machen, ist praktisch so eine Art Roulette für Counter-Strike. Die werde ich morgen halt vorstellen. Da könnt ihr so einen 50-Cent-Skin, könnt ihr euch da gratis holen. Und das wird halt morgen kommen. Die anderen Tage muss ich, wie gesagt, noch gucken, was ich da rausholen werde. Vielleicht noch ein bisschen mehr Battlefront. Ich weiß gar nicht, was da alles in dem Ziel neu ist. Ich kenne jetzt halt nur die Map. Ich glaube, da sind auch noch ein paar Waffen neu. Ich weiß nicht, wie viele Spielmodis es neu gibt. Ich habe jetzt immer hier den gespielt. Und jetzt bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Es wäre halt nett, wenn ihr mir noch in die Kommentare schreiben könnt, was ihr gerne sehen wollt in der Zeit. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und genießt das restliche Gameplay. Ciao. Gleich haben wir es geschafft. Holen wir uns den letzten Kontrollpunkt. Gehört der letzte Kontrollpunkt uns. Sturmtruppen nähern sich unserer Position.
an den letzten Kontrollpunkt. Der Feind ist in der Überzahl!